willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Dan und beschäftige mich mit Pen and Paper Rollenspielen. Mittlerweile 1500 Videos auf diesem YouTube-Kanal. Da ist für jeden was dabei. Und heute was Neues und was Altes zugleich, denn Trodox, ja, das Heft 45, das legendäre Heft 45 mit dem großen Cthulhu-Abenteuer, das weiße Labyrinth. So. Schön. Ich gehe nochmal hoch mit der Cam. Hier sind ja auch meine Cthulhuiden-Schätze, denn Cthulhu ist auf jeden Fall ein Thema bei mir und es gibt noch ein bisschen mehr, aber das ist erstmal das, was ich jetzt so hier so stehen habe. Und deswegen bin ich auch ganz stolz, dass ich jetzt dieses Abenteuer hier habe. Ich bin schon ein bisschen angefixt. Ne? Ich habe Interesse, das vielleicht mal zu leiten. Aber ich habe in letzter Zeit so viele Leitensachen Bock zu leiten, dass ich das, dass ich ein bisschen aufpassen muss, was ich sage, ne? Wegen Ankündigungen und so. Okay, wir gucken hier rein. Urgestein, wie gesagt, Trodox Magazin seit 1987. Und Nils Rehm hat mir das geschickt. Deswegen blende ich hier Werbung ein, auch wenn da natürlich kein Geld geflossen ist oder sonstige Dinge. Und ich natürlich das sage, was ich möchte, ja, ohne Rücksicht auf Verluste. Und ja, ich kann dazu nur sagen, das fällt mir hier überhaupt nicht schwer, denn das Ding hier ist super. Wenn ihr das noch, also bestellt es euch, es gibt es auf jeden Fall als PDF. Weil günstiger kommt man an ein so cooles Abenteuer gar nicht mehr ran. Ich glaube, ich weiß nicht, ich habe irgendwo 3,60 Euro für so ein Heftchen aufgeschnappt. Das ist jetzt nicht die Welt. Und es gibt es ja auch noch als PDF und als für die DVD. Da sind dann alle Sachen drauf und bla. Ja, also auf dieser DVD sind alle Hefte drauf, auch die ganzen alten, auch die Nummer 1 und so. Jedenfalls sollte das so sein. Die werden wir uns auch angucken. Ich habe richtig Bock, auch mal in diesen ganzen alten Heften zu blättern. Das ist, für mich ist das richtig cool. Okay, also hier ist jetzt das Abenteuer drin, das weiße Labyrinth. Und im Intro steht, dass das hier jetzt der 30. Jahrgang von Trodox ist. Also quasi so ein... Ja, so ein Jubiläum. Ne? Und jetzt passt auf, Leute. Also, das Abenteuer hier ist komplett über das gesamte Heft. Das gesamte Heft ist dicker als sonst, 52 Seiten. Dementsprechend könnte sogar sein, dass diese Ausgabe ein bisschen teurer ist. Aber wir sprechen hier nicht von Preisen, ne? Von Marktpreisen oder sonstiges. Das ist ja einfach nur ein Unkostenpreis und ist alles wunderbar. Also, passt auf, Leute. Hier geht es um eine coole Sache. Ich werde natürlich jetzt Folgendes tun. Ich werde ein paar Sachen spoilern. Da könnt ihr jetzt schon von ausgehen. Das Ende und so werde ich nicht spoilern, aber ich sage natürlich, um was es geht. Dementsprechend tut es mir leid an der Stelle. Wenn ihr Spielleiter seid, könnt ihr weitermachen. Wenn ihr das mal spielen wollt, dann jetzt schnell ausmachen und das dem Spielleiter schicken. Denn wenn ihr, also dieses Video, wenn ihr Cthulhu liebt, dann solltet ihr das euch mal auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Das ist nämlich richtig cool. Also, es passiert Folgendes. Erstmal, warum ist das Abenteuer cool? Nicht nur, weil es inhaltlich cool ist oder spannend ist, sondern weil derjenige, der das hier geschrieben hat, der Holger Hosang, Grüße gehen raus, ja, hat etwas gemacht, was ich sehr schätze und was ich auch ähnlich mache, wenn ich so für mich so Abenteuer plane. Er hat sehr viel erklärt, sich sehr viel schon gedacht und hat auch in der Atmosphäre gearbeitet. Was heißt das? Erstens, jede Szene, die relevant ist, hat eine ganz klare Musikempfehlung, die direkt hier oben steht. Ja, zum Beispiel, das hier ist jetzt die Intro-Szene, die kann man vorlesen, wenn man möchte. Da steht ganz klar, Kane and Lynch, Dead Man, Main Theme. Das ist cineastisch gedacht, das ist dramaturgisch gedacht. Jede Szene hat eine Ambiente-Untermalung oder einen Titel, Musiktitel.
der dann dazu eingespielt werden soll. Liebe ich, ja, wunderbar. Dann wird viel erklärt, warum Dinge so gemacht werden. Es wird erklärt, wie man am besten den Horror aufbauen kann, indem man zum Beispiel auch mal schöne alltägliche Szenen immer mit einbaut, aus ganz normale Szenen aus dem Leben der Gruppe, also der Abenteurer, der Investigatoren, ja, die nichts mit dem Mythos zu tun haben, sondern die einfach nur immer diesen Kontrast wieder zeigen. Schöne Welt. Und dann kommt der Mythos immer so langsam peu à peu ins Spiel. Wichtig ist, dass hier in dem Abenteuer erstmal nicht so, es wird nicht gekämpft, hauptsächlich steht der Detektivteil im Vordergrund. Es geht erstmal darum, dass ein Mädchen verschwunden ist, die Spielerfiguren werden dann angerufen und kommen dann zu dem Haus hier von George Remington und seiner Frau Maria. Und die sollen da jetzt erstmal was investigieren. Und man bekommt jetzt hier eine Beschreibung von dem Haus, wie die Untersuchung so laufen könnte. Natürlich auch wieder ein Musiktitel. Die Untersuchung, alles was jetzt in diesem Haus stattfindet mit Untersuchung, läuft unter dem Titel Fahrenheit Investigation. Also Fahrenheit ist ja dieses Spiel, soweit ich weiß. So, und dann hat man hier erstmal das Haus. Das ist nichts Besonderes erstmal. Man hat ein Haus mit Karte und so. Das ist schon mal okay. Aber jetzt passt auf, Leute. Ich sag ja, es wird hier ganz, ganz stark mit Immersion gearbeitet, mit Atmosphäre und auch mit ein bisschen Fleisch am Knochen. Denn es gibt hier diese Liste. Stell dich mal scharf, du Kleines. So. Die Abkürzungen bedeuten, also es soll jetzt so sein, die Spieler sollen auch Dinge finden, die nichts damit zu tun haben. Dafür gibt es RH, roter Hering. Ja. Und das bedeutet, das sind Dinge, die die Spieler finden, die nichts mit dem Abenteuer zu tun haben, aber die Spieler ein bisschen verwirren könnte. Das finde ich so geil. Also rote Hering gibt es, dann H ist der Hinweis und MH ist ein Meta-Hinweis. Das sind Hinweise, mit denen sie jetzt noch nichts anfangen können, die aber dann später so, ach ja, deswegen habe ich dieses Buch über griechische Mythologie dort gefunden. Ja, denn hier, und jetzt kommt der Spoiler, ist natürlich auch ein Mythos-Element und dieser Mythos-Element ist ein Minotaurus, ja, der in einem Labyrinth sitzt und von dort aus dann Dinge angeht und sehr, sehr stark mit Insektendienern arbeitet und so weiter. So, und jetzt passiert nämlich Folgendes, nur um euch mal so den Anfang zu erklären, wie gesagt. Die Spieler bekommen hier eine schöne Einleitung mit der Musik. Dann kommt der Anruf, meine Tochter, kommt zu mir. Ich erkläre euch alles, Polizei unfähig und so weiter. Das Haus, wunderschön, ja, mit Garten und was auch immer. Und die kommen da rein und bekommen richtig Geld. Und dann können sie das ganze Haus untersuchen, untersuchen die Räume, finden Hinweise, finden rote Heringe und sind am Rätseln. Aber es ist nichts mit Mythos, gar nichts. Und dann sind sie fertig mit der Investigation, ja, und haben jetzt schon so ein paar Sachen. Ganz wichtig ist auch, dass hier steht, Ende der Untersuchungen, also eine dieser Sachen sollten sie gefunden haben, damit sie Anknüpfpunkte haben. Wenn sie die nicht haben, dann kann diese Untersuchung halt nicht enden, ne? Also eins davon brauchen die, um einen weiteren Ansatzpunkt zu haben. So, und jetzt passiert Folgendes. Jetzt kommt erstmal in diese normale Detektivwelt der Mythos rein, aber ganz subtil. Es gibt hier jetzt drei Mythos-Szenen. Ich lese mal die erste vor, damit ihr mal so einen Eindruck habt. Ihr könnt natürlich auch andere Szenen, die passender für eure Charaktere sind, einbauen. Aber hier sind jetzt drei aus den Spielrunden mal aufgeführt, die ihr bringen könnt oder nicht. Die erste ist Metroid Prime 3, 47, Zyka Lava Defeated. Keine Ahnung, ja. Ach, das ist das Musikstück. Entschuldige, von Metroid Prime im Spiel. Ach so, das Musikstück. Beim Verlassen des Hauses sitzt eine schmale weiße Gottesanbeterin in der Türschwelle und zirpt euch an. Sie scheint euch aufmerksam zu beobachten. Ganz gleich, ob die Spieler an ihr vorbeigehen oder sie zertreten wollen, entschwindet sie im Nachthimmel. Das sind einfach nur so kleine Elemente.
Und die sind sonderbar. Da ist es aber noch nichts Greifbares. Und danach geht die Szene weiter. Und jetzt kommt es jetzt zurück ins Alltägliche. Jetzt kommt für jede Spielfigur so eine kleine, süße, normale Szene. Muss man dann an seine Gruppe ein bisschen anpassen. Weiß man noch nicht, was es ist. Aber eine ganz normale, alltägliche Szene. Die aber dadurch getrübt wird, dass die Spielfiguren immer wieder so diese Hinweise im Kopf haben. Hier kann man als Spielleiter, und das ist genau das, was ich meine, das ist sehr, sehr gut gemacht hier und durchdacht vom Autor, hier kann man dann jetzt in diese Szenen, die kann man ein wenig stören als Spielleiter, dadurch, dass man entweder rote Heringe oder echte Hinweise so wieder in den Kopf der Figuren bringt, indem man so sagt, ja, ihr könnt euch gar nicht so konzentrieren, euch geht da so ein Hinweis durch den Kopf und so. Und da halt diese alltägliche Szene, um die Normalität halt auch wieder darzustellen. Finde ich sehr cool. Und dann gibt es halt hier diese 4, 5 verschiedenen Anknüpfpunkte. Man kann Stoff finden, man kann einen Hinweis zur Medizin finden, seltsames Verhalten der Polizei, ein Tagebuch und so. Und dementsprechend kann man dann unterschiedliche Sachen machen. Da passieren dann auch unterschiedliche Dinge. Man kann eins oder man kann auch mehrere dieser Sachen abarbeiten. Natürlich alles hier wieder Archiv, ja, mit Musik untermalt, welche Musik und so weiter. Das finde ich tipptopp, also da kann ich nur noch mal loben. Ja, dann natürlich irgendwann, ja, finden sie dann so viel raus, dass sie dann halt schon auf den Hauptprotagonisten treffen, den sie dann verfolgen und dann irgendwann in den Kellern des Minotaurens landen. Ja, wie gesagt, ich habe gesagt, ich spoilere das nicht, aber so ein bisschen reg ich an und mache neugierig. Hier ist jetzt dann auch die finale Konfrontation mit dem Mythos-Gegner und es gibt noch Rätsel und schöne Räume und hier ein cooles Bild von diesem Minotaurus-artigen Schlangenwesen. Und dann, wie sich's gehört, ja, Ende und dann ein Epilog, der, und das ist jetzt, weil auch meine Let's Plays sind ja alle immer so ein bisschen aus der cineastischen Denkweise gedacht. Wir denken, oder ich denke sehr, sehr stark auch immer in Filmszenen oder in Szenen, dass das halt auch mit Musik und so, deswegen schneide ich das ja auch so. Und auch hier wieder als Epilog das Kane and Lynch Dead Man Thema. Also man beendet das Abenteuer so, wie es anfängt. Das finde ich toll, um dem Ganzen einen Rahmen zu geben. Ja, hier hinten sind dann nochmal ein paar Figuren, also die man dafür braucht natürlich, mit ihren Werten und so weiter. Noch ein hier. Ich hoffe, man kann das runterladen als Handout, weil das ist nicht zu kopieren, leider. Ja, hier dieser Brief kann man hoffentlich runterladen oder dann natürlich in der PDF-Version, da kann man sich dann einfach rauskopieren. Ja, also Trodox 45, ich würde sagen, ein Must-Have. Es ist ein wirklich geiles Abenteuer. Ich mag diese Struktur, ich mag, wie diese Spannung aufgebaut wird und vor allem, wie dem Spielleiter sehr, sehr viele Gedanken, Hilfestellungen und durch Spieltests herausgezogene Erfahrungen nähergebracht werden, wie man Szenen am besten aufbaut, wann man den Mythos so langsam einsickern lässt, aber nicht so mit dem Dampfhammer, sondern einfach nur so mit so seltsamen Szenen. Also, Trodox 45, coole Sache, ja. Wenn ihr weiter Interesse habt an Trodox, dann schaut unter dem Video. Da ist die Playliste zu all meinen Fanzines. Ja? Und ich glaube, nachdem das so viele Trodox-Videos werden, werde ich wahrscheinlich dann den Ettin, also den wahnwitzigen Ettin, nein, den entfesselten Ettin, das auch ein Fanzine ist, von Moritz Melem und dem SK Martin vom SK-Podcast. Das werde ich wahrscheinlich in separate Playlisten packen, weil das sonst zu viel wird, weil Trodox ist einfach so viel und der Ettin würde dann untergehen mit seinen 4 Videos. Gucken wir mal. Also, hier 45, das weiße Labyrinth. Super geil. Ciao.